So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Kirby und das vergessene Land. Wo wir immer noch total energiegeladen sind von unserer Schlacht auf der Blizzardbrücke. Ja, so war es ja sagt im Großen und Ganzen. Wir hatten ja im letzten Part eine ordentliche Schlacht. Nein, das war der falsche. Oh, na toll. Nein, ich will ja kein KP Plus kaufen. Ich will ja noch einen Angriffssaft. Angriffstomatensaft. Oh, wie köstlich. Mit dieser fruchtigen Power bestreiten wir heute, anders als was ich im letzten Part gesagt habe, bestreiten wir heute den Bossfight. Der Winterkuppe, der angebliche König des Bestienrudels, stellt sich uns heute also zum Kampfe. Doch da anscheinend ja sowieso jener König des Bestienrudels ja aus unserer Welt. Ja, kommt, kann er es eigentlich ja nicht sein. Auftritt des Bestienkönigs. In einem Schloss. Versteht sich. In einem eisigen Schloss. Tja, Winter is calling. Winter is coming. Überall sind hier Käfige. Eine Maxi-Tomate ist hier auch dabei. Scheinwerfer. Fähigkeiten. Und Wächter. Aber nicht mit mir, Dragon Force Kirby. Aktivieren! König des Bestienrudels. Solltest du wirklich der König sein, so wirst du gestürzt werden. Ein Rabe bringt schon mal die Botschaft. Königlicher Erzfeind, König DDD. Oh, verdammt nochmal. Setze also jetzt zum. Ja, klar! Wenn's normaler Hammer nicht mehr tut, dann muss halt eine. Eine Felssäule dran glauben. Ja, eine Marmorsäule dran glauben. Aber nicht mit mir, Dragon Force Kirby! Zum Einsatz. Wir haben den König entthront. Tja, du hast die Sucherbombe Blaupause erhalten. Schön. Besiege den Boss ohne zu blocken. Was ist das mit dem zeitlichen Aspekt? Gut. Naja, nun ja, die Sache mit Erzak nicht zu blocken, das ist Erzak meine leichteste Übung, weil das mache ich ja sowieso ja nie. Tja, und Nickerchen macht sich jetzt erstmal aus dem Staub.
Oh, die armen Raben. König DDD wiegt auf jeden Fall viel, viel mehr als ein gewöhnlicher Waddle Dee. Tja, und jetzt sind wir erstmal allein unterwegs. Wie Mario sonst immer Peach retten tut, so müssen wir jetzt erstmal dafür sorgen, Elfi aus der Gewalt DDDs zu befreien. Nessal, die Originis. Wüste. Elfilin wurde von König DDD entführt. Erkunde das nächste Gebiet und rette Elfilin. Ja, schön und gut. Die Wüste Wiege des Lebens. Wie kommen wir, sag jetzt, zurück? Ja, das ging schnell. Tja, verschlucke König DDDs Hammer. Auch eine sehr interessante Mission. Eine sehr interessante Mission. Mission. Ob die sich jetzt, er sagt, wird lohnen, ist also auch eine andere Frage. Und dann stellt sich hier sowieso immer noch die Frage, wie kriegen wir das Ganze hin, ohne Schaden zu nehmen. Okay, und wie sieht jetzt eigentlich die Zwischensequenz aus? Ist er, sagt, jetzt immer noch Elfi mit dabei? Muss er eigentlich. Ist ja jetzt eine storybedingte Szene. Nein, jetzt ist der Sack Elfi nicht mehr dabei. Tja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Wir haben zwar jetzt den Hammer verschluckt. Doch ich wollte das Ganze jetzt... Dann haben wir ihn jetzt erst auch noch besiegen können, ohne Schaden zu nehmen. Das müssten erst jetzt die Grundvoraussetzungen gewesen sein, um alles hier zu schaffen. Jo, wir haben seinen Hammer verschluckt und wir haben den Boss besiegt, ohne Schaden zu nehmen. Genial. Aber wie sieht erst jetzt diese Szene aus? Okay, an der Stelle bleibt er jetzt einfach nur noch liegen. Naja, ist ja mehr als verständlich. Er hat ja Elfi ja entführt. Und ich muss ja sagen, zugeben, einem Bossfight in insgesamt 9 Minuten 50 komplett zu meistern. Das jetzt erstmal mein persönlicher neuer Rekord.
Na gut, dann können wir, sag jetzt in diesem Part, wie es aussieht, auch nochmal die anderen Schätze auch noch reinpacken. Bleistift, Bohrerschatz, Graben und Sprinten, Männer. Graben und Sprinten, Fahrt der Zäune. Spitzt eure Bleistifte an. Wir machen uns auf den Weg zu neuen Abenteuern. Tja, läuft doch locker flockig. Naja, nicht so ganz. Die eine bewegliche Plattform, die hatte, sagt das gute Ergebnis. Wie ist es aussehen, ein bisschen für uns? Also gut, Bleistiftbohrerschatz gemeistert. Als nächstes edler Entdeckerschatz. Meisterschütze, edler Entdeckerprüfung. Unsere Musketen sind, sag jetzt auch wieder bereit. Bereit für einen Fight. Let's go! Tja, wir standen zwar ein bisschen unter Beschuss, doch dieser Sieg war ein Genuss. Allerdings bin ich immer noch ziemlich überrascht, wie schnell wir, sagt, den Bossfight gegen DDD gemeistert haben. Das Drachenfeuer ist wirklich anscheinend eine ziemlich mächtige Fähigkeit. Und dann sagt noch einen Tomatensaft dazu. Einfach ein Triple Strike. Achtung, Eiswasser. Na, dann können wir also gleich ja sowieso auch nochmal in der Waddle-Dee-Stadt ja mal kurz mal schauen. Was werden jetzt, der Sack, hier auch für neue Sachen? Haben. Hm.
Das war mistig. Okay, das war fies. Okay, das ist jetzt nun wirklich ziemlich fies. Und wo bitteschön waren wir da eben? Naja, die Hauptsache ist immerhin, wir haben immer noch einen seltenen Stein mit dabei. Nur schade, dass Elfelin jetzt nicht dabei war. Sie hätte das Ganze gemocht. So, jetzt Autostopfer, Schatz. Es wird mal wieder Zeit, ein bisschen zu rasen. Naja, bei der Zeit, die wir jetzt lackiert drauf haben. Rasen ausweichen, Fließband. Okay, irgendwie konnte ich da jetzt nicht springen. Da nochmal. Was für ein Mist. Ein paar Mal ein bisschen zu spät oder auch gar nicht gesprungen. Das gibt's doch nicht. Ach, na bitte. Perfekt eingeparkt. Gut, dann haben wir jetzt auch schon fast alle Straßen der Schätze des der Winterkuppe dann auch schon beendet. Fehlen sagt jetzt nur noch zwei. Der Eisschatz, vereiste Straße, rasante Rutschpartie. Möge die nächste Mission beginnen. Tja, an Kirby ist ein Eiskunstläufer verloren gegangen. Was ich mich eigentlich frage, weshalb sind der Sack dahinten bei jedem Bonuslevel eigentlich solche Helix-Strukturen im Hintergrund?
quasi der Aufbau jeder, naja, menschlichen oder tierischen DNA, kann man so gesehen sagen. So, jetzt ist er zum allerersten Mal der Bremskugelblitzschatz. Ausgebremst, eine Welt in Zeitlupe. Diese Fähigkeit an sich haben wir bis jetzt auch noch kein einziges Mal in einem Level gebraucht. Jetzt allerdings hier. Okay, wie schnell hätten wir das Sack jetzt machen dürfen? Je mehr Gegner wir also besiegen, umso mehr Zeit haben wir da am Ende. Muss dann natürlich auch erstmal gesagt sein. Tja, aber gut, damit müssten wir den letzten seltenen Stein... diesem Gebiet auch gefunden haben. Ansonsten gibt es ja hier bloß noch Münzen. Ja, mehr als Münzen gibt es hier ansonsten jetzt nichts mehr zu entdecken. Also gut, auch dieses Level haben wir ja geschafft. Also geht's jetzt erstmal zurück zur Bodily-Stadt. Wir haben dort noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Bevor wir dann, von der Eiseskälte in die sengende Hitze wechseln müssen. Tja, und was ist, jetzt aktuell mit unserem Waddle-Dee-Kameraden hier? Elfilin wurde von König DDD entführt, das selbst für seine Maßstäbe äußerst ungewöhnlich. Hoffentlich geht es beiden gut. Was stehen wir hier noch herum? Los, retten wir Elfilin! Ja, bist du, jetzt ein neuer Kamerad für mich? Begleitest du uns einfach wie Elfilin? Anscheinend wohl erstmal nicht. Na gut, dann holen wir uns jetzt erstmal die neue Macht namens Sucherbombe. Von Level 2 auf Level 3 hochgestuft. Gut, die neue Spezialpower ist erwacht. Ja, nicht übel. Wirklich nicht übel, kann ich da bloß sagen. Aber gut, wir haben ja hier noch sowieso ein paar Kleinigkeiten jetzt zu erledigen. Also fangen wir erstmal hier oben mit an. Mit der Kleinigkeit am Schießstand. Tritt ruhig näher, nur keine falsche Scheu. Hier an meinen Stand kannst du das angesagteste Spiel der ganzen Stadt spielen. Roll, Kirby, roll.
Probier ruhig mal aus, Kirby. Ist ja quasi für dich. Ach, sowas? Das habe ich ja gesagt, selbst in meinem Zimmer. Das nennt sich eigentlich Labyrintho. Stell dich einfach vor meinen Stand und drücke anschließend A, um zu spielen. Ja, eigentlich nennt sich das der Sack Labyrintho, wo wir ja sagt, neigen den Controller, um die Bälle zu den Zielmarkierungen zu lenken. Ja, das kenne ich eher als Labyrintho. Tja, das Ganze kenne ich ja gesagt wirklich als Labyrintho. Das, was ja gesagt jetzt hier gemacht wird. Tja, die erste Mission hätten wir damit abgeschlossen. Du bist ziemlich gut in diesem Spiel, Kirby. Ich habe eine neue Schwierigkeitsstufe hinzugefügt. Probier sie ruhig mal aus. Tja, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Okay, ich weiß, er sagt jetzt nicht so genau, weshalb... Okay, okay, okay. Ich habe ja gesagt, den Controller jetzt nun wirklich nicht gerade so geneigt, wie es da dargestellt wurde. Ah, verdammt mal, nein, das wollten wir jetzt nicht. Wir haben ja, sag ja, schon das zweite Level gemeistert. Du bist ziemlich gut in diesem Spiel, Kirby. Ich habe eine neue Schwierigkeitsstufe. Okay, dann machen wir jetzt, sag nochmal, Schwierigkeitsstufe Nummer 3. Oh, das ist jetzt nun wirklich eine ordentliche Geschicklichkeitsprobe. Okay, wir hätten es fast geschafft. Gut. Also das war jetzt nun wirklich mal interessant. Tja, komplett abgeschlossen. Ein nettes kleines Minispiel. Gut gemacht, Kirby. Du hast jede Schwierigkeitsstufe meines Spiels abgeschlossen. Aus diesem Grund und nur für dich habe ich eine besondere Herausforderung vorbereitet. Roll Kirby Roll hat jetzt eine neue Schwierigkeitsstufe und zwar sehr schwer. Der Ultimative Test für deine Balancierkünste. Ich habe alle nötigen Vorbereitungen getroffen, also stell dich einfach vor dem Stand und drücke A, um die neue Schwierigkeitsstufe auszuprobieren.
Falls du zu den einfachsten Schwierigkeitsstufen wechseln möchtest, brauchst du nichts weiter zu tun, als den Auswahlbildschirm X zu drücken. Oh, und ich habe noch eine weitere Überraschung für dich. Eine besondere Figur als Belohnung für das Freischalten der Schwierigkeitsstufe sehr schwer. Toll! Tja, nett. Waddle Dee Spielehändler. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Dieser Waddle Dee lädt an seinem Stand zum Spielen des allseits beliebten Roll Kirby Roll ein. Auf vielfachen Kundenwunsch wurde zusätzlich die Schwierigkeitsstufe sehr schwer hinzugefügt. Wer hier zittert, hat schon verloren. Ja, nett. Aber sofern es dafür, er sagt jetzt nichts Besonderes, er sagt mehr gibt. Finde ich, er sagt, dass diese kleine Balanciereinlage ja zum Schluss wirklich mehr als gut war. Und genug. Und somit würde ich dann jetzt erstmal sagen, machen wir uns mal auf hier zur anderen Seite. Mal sehen, ob wir ja sagt, ein bisschen angeln können. Beißt ein Fisch an, werden Knöpfe eingeblendet. Drücke rasch den richtigen Knopf, lass keinen Fisch entwischen. Fängst du mehrere Fische in Folge, beißt schließlich ein großer an. Reagiere schnell und erziele einen Highscore. Ach ja, einfach eine Runde angeln noch. Oh. Falscher Knopf. Also genießen wir jetzt nochmal das Angelspiel. Ja, werden immer größer. Gramm. Wird ja wirklich immer besser. Ob wir am Ende dafür auch noch eine Angelstatue kriegen? So, langsam wird es aber ein bisschen schwierig für Kirby. Ja, wird langsam wirklich immer ein bisschen schwieriger für Kirby, die Fische überhaupt zu halten. Aber der war jetzt wiederum ein bisschen kleiner als der davor. Ne, die werden jetzt, er sagt, wirklich nicht gerade viel größer. Okay, das wäre jetzt wie es aus der dickste Fang überhaupt gewesen. So ein Mist, der dickste Fisch ist mir jetzt durch die Lappen gegangen. Ja, das ist jetzt nun wirklich der beste Fisch überhaupt. Und kriegen wir jetzt wirklich noch eine Angeltrophäe? Jo, Angler Kirby. So heißt er wirklich. Ah, es geht doch nichts über eine entspannte Angelauszeit am Teich. Hey Kirby, nicht dösen, oder glaubst du, der legendäre funkelnde Fugini, von dem man in ganz Waddle Dee Stadt munkelt, angelt sich im Schlaf? Naja, wir haben es so oder so hingekriegt.
Nett. War das, er sagt jetzt hier, der funkelnde Fungini? Tatsache. Der funkelnde Fungini. Fugini. Gut gemacht, Kirby. Wahrlich wunderbar geangelt. Und damit sage ich hier, sag jetzt an der Stelle mal tschüss, bis zum nächsten Mal für den nächsten Part, wo es dann in die Wüste hineingehen wird. Oh ja, es geht in die Wüste. Und im Vergleich zur Winterkuppe werden wir dort schwitzen, was das Zeug hält. Bis dann und ciao, bis dann.